Geschäftsordnung stehen geblieben waren. Und das ist die Transparenzsatzung für Dresden. Einreicher ist hier Fraktion Dissidenten, die zunächst uns den Antrag einbringen. Dann liegt ein Änderungsantrag Grüne vor und dann gibt es Bedarfsmeldungen. Insoweit können wir vielleicht auf eine Fraktionsrunde verzichten. Schauen wir mal. Also, Herr Dr. Schulte, wir sollten erst mal zur Einbringung. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Wir besprechen jetzt die Möglichkeit einer Transparenzsatzung. Wir sprechen über Transparenz zwischen Menschen, die in der Stadt leben, und der Verwaltung, also dass die Menschen da draußen als einfacher haben und vor allem, dass die Spielregeln bekannt sind, wie Menschen zum Beispiel die Verwaltung fragen können, wie ist das und das abgelaufen, wie habt ihr das gemacht, kann ich mal das Dokument sehen und so weiter und so fort. Man könnte jetzt natürlich einen riesengroßen ideologischen Diskurs führen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht oder wie. Ich will das Ganze abkürzen. Diese Möglichkeit, dass Dresden die Möglichkeit hat, eine Transparenzsatzung einzuführen und etwas Positives für die Transparenz in dieser Stadt zu machen, diese Möglichkeit hat uns unsere liebe Landesregierung gegeben. Das heißt also, CDU, Grüne und SPD haben per Landesgesetz Dresden und Leipzig, Chemnitz und den anderen Gemeinden die Möglichkeit gegeben, eine Transparenzsatzung einzuführen. Und deswegen, weil ich meine, wir werden ja schon irgendwie drüber nachgedacht haben, warum, gehe ich auch mal aus, dass zumindest diese drei Parteien schon mal der Sache zustimmen werden. Steht jetzt genau in dem Antrag? Eigentlich relativ einfach. Dresden soll sich zur transparenzpflichtigen Stelle erklären. Das ist ein Fachwort, aber heißt einfach Dresden. Der Stadtrat soll sagen, yo, wir möchten gerne mehr Transparenz für unsere Bürgerinnen und Bürger haben. Und das Zweite ist, ich habe es schon mal erwähnt, die Verwaltung, der Oberbürgermeister soll die Spielregeln aufschreiben, also Fachwort Satzung, soll eine Satzung erstellen, wo drin steht, was geht nicht, wie machen wir das, wie sind die Fristen und so weiter und so fort. So, das Ganze sehen wir dann sowieso nochmal im Stadtrat, wenn die Satzung dann beschlossen wird. Heute ist der erste Schritt und ich wiederhole, es geht darum, Landesrecht in Dresden zu implementieren oder um deutsches Wort zu nehmen, umzusetzen und nicht mehr und nicht weniger. Aber mit diesem einen Schritt kommen wir einer transparenteren Welt, der gläserne Staat und nicht der gläserne Bürger, kommen wir den einen Schritt näher. Vielen Dank. So, den Änderungsantrag, Bündnis 90 Die Grünen, Frau Mühle, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe StadträtInnen, liebe Besucher auf der Tribüne, liebe Menschen zu Hause im Stream. Seit 2012 bereits hat Dresden eine Informationsfreiheitssatzung. Und es hat auch ein Open-Data-Portal, auf dem schon sehr viele Daten, Umwelt, Klima, Verkehr und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Seit 2022 gibt es nun ein Transparenzgesetz in Sachsen. Und das verpflichtet zunächst einmal von Gesetzes wegen alle staatlichen Stellen dazu, diese Transparenz, die da drin geregelt ist, welche Daten nämlich veröffentlichungspflichtig sind, zur Verfügung zu stellen. Die kommunale Ebene wird nicht automatisch dazu verpflichtet, sondern kann sich selbst mit einer Transparenzsatzung transparenzpflichtig machen. Und genau das wird mit dem Antrag beantragt. Und wir möchten, wir hatten ein bisschen umfangreicheren Ersetzungsantrag. Ich würde den jetzt dahingehend abändern, weil das auch der Kern ist und alle anderen Regeln sich dann auch aus dem Gesetz ergeben, dass der nur noch den Punkt 2 enthält, nämlich, dass der Oberbürgermeister beauftragt wird, den Stadtrat bis zum, und da würde ich jetzt auch mal ändern, 30.09.2024, also einen anderen Termin, als ursprünglich drin stand, zu nehmen, realistischen Termin, eine Transparenzsatzung zu erarbeiten, mit der sich die Landeshauptstadt Dresden als transparenzpflichtige Stelle verpflichtet. Und auch, dass die sächsische Transparenzbeauftragte angehört wird, bevor der Stadtrat das zur Vorlage bekommt. Alles Weitere, wie gesagt, ist dann automatisch im Transparenzgesetz geregelt. Und
warum überhaupt dieses Transparenzgesetz bedeutet, dass man dann nicht mehr einen Antrag stellen muss, wie es nämlich jetzt ist, wenn man irgendwelche Daten haben will, sondern dass die Stadt die Daten proaktiv zur Verfügung stellen muss. Und nicht nur das, was jetzt bereits schon im Open Data Portal verfügbar ist, sondern auch so Daten wie Dienstanweisungen, Organisations- und Geschäftsverteilungspläne, Gutachten, Studien und so weiter, alles, was die Stadt Dresden in Auftrag gegeben hat, auch Verträge der Daseinsvorsorge zum Beispiel. Und ich verstehe, also falls heute jemand dem nicht zustimmen will, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum, weil das für alle Bereiche nur Vorteile bringt. Für die Bürgerinnen und Bürger bringt es mehr Wissen, mehr Macht, bessere Beteiligungsmöglichkeiten. Für die Wirtschaft bringt es bessere Entscheidungsgrundlagen, etwa für Standortentscheidung, Produktentscheidung, Personalpolitik. Bei der Verwaltung bringt es vielleicht bessere Effizienz darin, wie die Daten überhaupt gehandelt, gespeichert werden. Im Moment gibt es da sehr viel, aber es ist unstrukturiert. Wenn man weiß, wir müssen das veröffentlichen, wird das auch vielleicht schon mal anders aufgearbeitet und besser vernetzt. Und auch ganz wichtig, natürlich, Transparenz beugt Betrug und Korruption vor. Und Transparenz, das ganz übergreifend, schafft natürlich Vertrauen. Und ich denke, Vertrauen ist im Moment das Wichtigste, was wir brauchen, Vertrauen in unsere Demokratie. Deswegen hoffe ich auf eine breite Zustimmung heute. Gern zu unserem Ersetzungsantrag, der wie gesagt nur noch festschreibt, dass Dresden sich eine Transparenzsatzung geben soll. Danke. Frau Mühle, müssen Sie mir kurz noch mal helfen, weil der, ich habe das Datum verstanden. Sie wollen jetzt nur den Punkt 2 oder bloß den Punkt 2? Okay. Gut. So, weitere Wortmeldungen. Dann sehe ich das nicht. Dann würde ich zunächst den Änderungsantrag Bündnis 90 Die Grünen zur Abstimmung stellen. Ich würde es mal so machen, das wäre dann einfacher, als Ersetzungsantrag nur den Punkt 2 beinhaltet. Und wenn der beschlossen ist, ist das final. Und wenn nicht, wird man dann über den federführenden Ausschussbericht abstimmen. Der ist negativ. Wird der Ausschussbericht angenommen, sind wir zu Ende. Wird er nicht angenommen, stimmen wir dann über den Antrag ab. So wäre das Verfahren. Wer dem als von mir jetzt Ersetzungsantrag formulierten Antrag der Grünen, der ausschließlich den Punkt 2 mit dem geänderten Datum beinhaltet, positiv votieren will, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Denkbar hauchdünn, aber 21 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen bei 24 Enthaltungen, damit so beschlossen. So, damit kommen wir zum